Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker HD. Und wir sind jetzt einen Raum weitergegangen und wollen ja mal schauen, hier waren wir ja. Was uns hier erwartet, denn die Truhe, ich weiß noch nicht, wie wir da rankommen sollten. Deswegen lassen wir die jetzt einfach mal da stehen, wo sie steht. Und wir gucken mal weiter. Ich weiß nicht, diese Viecher hier, wie wir die irgendwie, vielleicht hier mit so ein bisschen mit Wind oder so? Ne, das bringt schon mal gar nichts. Können wir vielleicht damit so schlagen oder so? Ne, scheint auch nichts zu bringen. Ich glaube aber, wir müssen uns wieder so hochschießen lassen. Das werden wir auch tun. Hier von der Pflanze. Schwupp. Und weiter. Und die nächste. Und flupp. Okay, was haben wir da mal noch? So eine Seilwinde? Hier ist eine Tür, aber die ist wieder für Bombe. So, holen wir uns mal das Ding daher. Mal schnell darauf. Da lang, okay, und weg. Die kommen. Oh, die kommen immer näher. Und da haben wir auch so eine Kastanie oder was. Können wir vielleicht. Oh, ich dachte, vielleicht können wir die damit besiegen. Aber scheint nicht so. Oha, nein, oh, das war ein bisschen hoch, aber okay, hat noch geklappt. Oh, die Kastanie ist kaputt. Kastanie, Nuss oder was auch immer sein mag. Na, ich hoffe, das ist eine neue. Nein. Na, wir müssen die bestimmt über dieses Podest da rüberfahren. Und nicht einfach nur blöd, ja, da ist eine neue. Und nicht einfach nur dumm wegwerfen. Sind natürlich auch genau vor uns, ne? Ich würde die ja bekämpfen. Aber ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung wie. Ich weiß nicht, wie wir die angreifen sollen, dass wir die umbringen können. Denn das Schwert scheint ja irgendwie keine Auswirkung. Nein! Oh, habt ihr das gesehen? Da ist eine Kiste. Da müssen wir wohl nochmal irgendwie runterspringen. So. Und jetzt ablegen. Okay. Jetzt machen wir so. Dann fahren wir mit dem Ding hier rüber. Und das war zu früh. Okay, was soll's. Haben wir die Kiste erstmal. Ein roter Rubin, der ist 20 wert. Oh, 500. Wir haben die Maximalgrenze erreicht. Mehr geht nicht. Okay, dann wollen wir das gleiche noch mal machen, schnell. Egal, was soll's, gibt Schlimmeres. So, tap. Und hier wieder, flupp. Und tap. Oh, steht sogar schon hier. Sehr schön, sehr schön. So muss das laufen, Maus. Nein. Uah. Schön gefächert. Genau. Er guckt doch schon so ganz ernst. Nein. Ihr kriegt mich nicht. Dass man die nicht damit irgendwie jetzt bewerfen kann oder so, das finde ich ein bisschen komisch. Ich dachte ehrlich so, okay, mit der Kastanie vielleicht dann so oder Nuss oder ich weiß nicht, was es ist. Aber sich die ganze Zeit so blöd treffen zu lassen, ist auch nicht die beste Taktik. So hauen wir mal lieber ab. Komm schon, fahr rüber. Wir haben keine Zeit. Okay, weiterfahren tut er nicht. Ja, aber rüber kommen wir damit nicht. Oh, wir müssen das Ding 100% rüberwerfen, dann wette. Ja, darauf hätte ich auch mal vorher kommen können. Nummer 4. Oh ja, jetzt springt er nicht. Komm, wir springen legen. Helf uns bitte. Bitte. So, der Anfang war doch schon mal nicht schlecht. Wild in die Richtung gewedelt. Es funktioniert. Okay, er bewacht das Ding hier. Aber jetzt gibt es hier nichts mehr zu bewachen. Und schnell weg. Nicht runterfallen.
Okay. Jetzt rüberwerfen. Hinterher. Nehmen. Und jetzt. Patz. Und weiter geht's. Ich wollte gerade sagen, das wäre ja auch zu einfach gewesen. Den Gegenhauen geht auch schon mal nicht. Haha. Das ist also der Trick. Vorbeischießen. So muss das laufen, ey. Wenn das bei uns immer so gehen würde, wäre ich echt zufrieden. Aber leider läuft das bei uns ja öfters mal ein wenig anders. Wir sind halt die Pro-Gamer schlechthin. Da passieren dann mal kleine Probleme. So, was haben wir hier Schönes? Da oben ist ein Weg. Das... Okay, da können wir mit dem Haken lang, das habe ich schon mal gesehen. Hier. Wir brauchen unbedingt Herzen, ich habe gerade voll verballert, ne? Oh. Komm, schub. Ein bisschen das Gras wegkloppen. Nirgendwo ein Herz. Ah, da ist noch ein bisschen Gras. Mal gucken, vielleicht haben wir da noch Glück. Nep. Kein Herz. Oh Mann, ey. Okay. Gehen wir erstmal weiter. Hier ist nichts. Okay, die Dinger bewegen sich. Okay, dann kommen wir. Alles klar, ergibt Sinn. Hier rauf. Warten, warten, warten. Rüber. Warten, warten, warten. Weiter. Okay, hier brauchen wir auf jeden Fall einen Schlüssel. Ja, wenn wir mit der Kastanie auch nicht weiterkommen. Das heißt, wir müssen da lang. Wir müssen also das Ding hier erstmal wahrscheinlich wieder rüberwerfen. Leider nirgends so ein Herz. Ne, wir können echt halt gut ein Herz gebrauchen. So, die Münzen. Ach ja. Können wir einsammeln, wie wir wollen. Wir haben 500 voll. Wir bringen einfach nichts. Habe ich gerade vergessen. Ach Mist. So. Werfen. Rüber. Und wo geht's denn da hin? Eine Etage höher. Okay, ich würde sagen, wir arbeiten uns aber erstmal durch diese Etage hier. Und dann... Nein! Link! Nochmal. Oder können wir den behalten in der Hand? Ja. Okay, gut. Vielleicht, wenn wir auch hier nah genug dran sind? Ja, geht auch. Perfekt. Und Rainer. Wir haben ja noch immer keine Labyrinthkarte. Ich weiß gar nicht. Wir müssen jetzt gerade immer noch merken, okay, wo waren wir schon? Wo müssen wir lang? Was macht hier so Geräusche? Was sind das denn für Viecher? Wir wollen schnell die... Ja gut, wir haben gelbe Bewegung gefunden, der bringt uns jetzt gerade nicht. Schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch, schnell hoch. Die sind nicht gut, die können nicht gut sein, die Viecher. Die hängen uns wie Kletten. Nein, jetzt fahre ich auch noch runter. Nein, 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 nein. Link, kletter hoch, kletter hoch, kletter hoch, kletter hoch. Und weiter, 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 weiter. Und rollen, 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 rollen. Schüttel sie ab, schüttel sie ab. Schüttel dein Haar für mich. Oh, okay, hier sind wir los. Alter, was sind das denn für Viecher, ey? Oh, nirgendwo ein Herz, ne? Wir haben nur noch anderthalb. Wir brauchen echt Herzen. Okay, was haben wir hier schon? Oh, 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 oh. Okay, wir müssen aufpassen, wo wir hintreten. Ich mähe mal das Haus, das Gras auch ein bisschen um. Ah, da können wir nämlich Herzen sammeln mit. Okay, dafür brauchen wir die Bombe. So, die
Musik offen. Und eine gute Kiste. Kompass. Du hast den Kompass gefunden. Jetzt weißt du, wo sich alle Schätze in diesem Labyrinth befinden. Rufe den Kartenbildschirm auf und mach dich schlau. Ja. Oh. Haben wir die Karte schon gefunden? Denn wenn ich auf gerade jetzt klicke, habe ich hier schon was. Oder es liegt einfach nur am Kompass. Aber gut. Auch das finden wir noch heraus. So. Da ist auf jeden Fall noch irgendwas. Ich würde sagen, nehmen wir nochmal die Bombe. Versuchen, die mal da hinzuwerfen. Okay, dafür müssen wir einfach näher ran. So. Roms. Das Ding ist hinüber. Jetzt wieder. Oh, oh, aua, aua, aua. Den Weg entlang laufen, den wir hier abgemäht haben. Hilft ja auch ein klein wenig. So, und jetzt müssen wir einen neuen Weg finden. Okay, das klingt schon mal nichts eigentlich. Okay, hier können wir lang. Da schon wieder nicht mehr. Da auch nicht. Da haben wir ein Herzzieher. Jawohl. Jetzt haben wir schon mal wieder 3 von 4. Autsch. Das hat wehgetan. Boah. Und da ist unser Herz wieder voll. Okay. Hier durch müssen wir. Sehr schmaler Pfad, aber läuft. So, Link. Genau. Mach mal schön den Rasenmäher hier. Patz, patz, patz. Da müssen wir nämlich auch wohl lang. Denn bei dem abgeholzten Gras bleiben immer so braune Punkte. Da wissen wir, okay. Da geht's durch. So. Wir haben einen kleinen Schlüssel. Yeah, wir können die Türen im Labyrinth öffnen. Perfekt. Das brauchen wir nämlich auch. Okay. Machen wir kaputt. Magische Energie, alles klar. Können wir da rüber jumpen? Oh, gerade so. Puh, gut gemacht, Link, gut gemacht. Den kaputt. Ein gelber, okay, den können wir nicht so unbedingt gebrauchen. Dann schauen wir mal hier. Ein Amulett. Eine Kette, okay. Nein, daneben gejumpt. Autsch. Okay, jetzt müssen wir eigentlich nur unserem Pfad hier entlang laufen. Dann haben wir es auch geschafft. Den Raum haben wir durch. Dann gehen wir mal schnell weiter. Oh, jetzt sind wir wieder hier, ne? Nein, 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 nein. Abschütteln, Link, abschütteln, abschütteln. Kletter hoch, kletter hoch, hochklettern. Ein weiter. Und rollen, 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 rollen. Abschütteln, Link, abschütteln, abschütteln, abschütteln. Genau. Und schnell. Nein, 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 nein. Durch, 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 durch. Oh, puh. Ohne diese elenden Viecher. Schauen wir mal hier. Nochmal eine Etage höher. Wir haben jetzt einen Schlüssel für die Tür da unten. Aber wir wollen natürlich gucken, was hier oben noch ist. Wir können da wahrscheinlich raufspringen. Klang, klang. Ich weiß nicht, mit was für einem Zweck, aber wir probieren es nochmal. Ja, jetzt sind wir hier drauf. So richtig erklärt sich mir nicht warum. Aber wisst ihr was? Was soll's? Egal. Ja, ich sehe gerade auf unserem Bildschirm, wir müssen die Karte schon haben, weil die wird uns auch angezeigt. Egal, gehen wir erstmal weiter. So, oh, da sind wieder welche von den Viechern. Oh, die kann ich ja gar nicht, ne? Ah, wir können die so wegschleudern mit dem Fächer. So, oder mit dem Blatt, das ist ja kein Fächer, ist ja das Blatt vom Dekobaum. Was erzähle ich denn hier? Für einen Blödsinn. Ja, okay. Okay. Fahren wir zurück. Wir wollen noch vorwärts fahren. Hallo? Hallo? Fährst du uns mal voran hier? Nein, ouch.
Och, das ist doch ätzend. Komm, rauf da links, rauf da, rauf da, rauf da, rauf da, rauf da. Jetzt kommt der hier wieder. Los, weg mit dem. Noch ein Stück vorwärts. Noch ein Stück vorwärts. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Okay, komm. Noch ein Stück vorwärts. Nein, das ist zurück, Link. Das ist zurück. Nein! Okay. Eins. Müssen wir zählen. Zwei. Müssen wir jetzt wahrscheinlich den hier nehmen. Oder nee. Reicht doch schon. Okay, und bloß weiter. Nee, nee, nee. Okay. Knack, 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 knack. Und patz. Durch. Wow, da ist irgend so ein Käfer. Komm schon, komm schon, komm schon. Ach, der spuckt die Dinger hier aus. Können wir aber auch wegklatschen, so wie es aussieht. Patz. Genau, können wir, können wir, können wir, können wir. Wie, macht er noch mehr? Ist das Vieh noch da? Oh, da ist wieder so eine Pflanze. Patz. Und durchgesäbelt. So, hier ist irgendwo noch so ein Teil. Und hinüber. So, jetzt sind wir alle los, denke ich mal. Gut, dann können wir eigentlich hier rein. Etage höher. Lass uns in Ruhe! Hau ab! Rüber hüpfen. Und reinhüpfen. So, da ist die Tür, da ist die Tür. Oh, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Und durch da. Oh, ein Kampf. Link, pass auf. Tja, ist irgendwie eine Motte oder so. Nein. Hart, und gleich drauf, gleich drauf. Genau, Link. Und gleich weiter hinter. Immer, immer drauf, immer drauf, immer zuschlagen. Komm her, komm her, komm her. Trau dich, trau dich, trau dich, trau dich. Pass, 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 pass. Das säbelt welche, du. Hahaha! Rucki-zucki haben wir den platt gemacht. Oh, eine große Truhe. Eine große Truhe. Boah, das müssen wir alles einsammeln. Der hat ja keine Chance gegen uns. Ruckzuck ging das. Eine große Truhe. Was ist da drin? Wow, wir haben einen Bumerang! Richtig geil. Den habe ich voll vermisst. Ja, den müssen wir unbedingt ausrüsten. Items. So, wir müssen neu anordnen. Blood of Air. Gut, das brauchen wir auch in diesem Dungeon unbedingt. Das Fernglas brauchen wir nicht unbedingt, oder? Nein, das brauchen wir nicht. Gut, das Fernglas. So, Bumerang! What? Und 100 pro... Oh, den können wir auch so anvisieren. Voll cool. Kriegen wir so... Jetzt nehme ich auch die Dinger auf der Truhe weg da. Ganz am Anfang die Truhe. 100 pro, 100 pro klappt das so. Cool, cool, cool. Nummer 1. Ah, man kann mehrere anvisieren, wie bei Ocarina of Time. Batz. Yeah, auf jeden richtig derbe Bumerang. Cool, cool, cool. So, und wir müssen jetzt wieder zurück. Patz.
Genauso werden wir die Viecher nämlich jetzt auch los. Indem wir sie erstmal mit dem Bumerang treffen, dass sie nicht mehr fliegen können. Und dann können wir sie umklappen. Ja, sehr schön. Batz. Und schon sind die Viecher nicht mehr ganz so nervig. Okay, das war jetzt auch sehr intelligent von dir. Seht ihr? Das geht jetzt richtig derbe. Ja, so läuft das. Alle wegmähen hier. Die waren wahrscheinlich außer Reichweite oder so. Da ist aber noch eins. Oh oh, links und wieder hoch. Genau. So ist besser. Okay, da hinten ist eine Tür. Zu dem Schatz kommen wir von hier aus. So wie es aussieht, wohl nicht. Nee, ich glaube nicht, ich glaube nicht. Hier ist für uns Sackgasse, das heißt, wir müssen da irgendwie rüber. So, mit dem Bumerang da rüberwerfen können wir nicht, ne? Also, rüberwerfen können wir natürlich schon, aber können wir nichts einsammeln oder so. Schade eigentlich. Gut, nein, das geht nicht. Okay, aber ist ja nicht so wild. Der Bumerang ist trotzdem eine Riesenhilfe für uns. Und Bass. Und drauf. Und tot. Ja, endlich können wir die Viecher besiegen, ey. Boah, ich bin voll. Nee, 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 nee. Du schickst uns nicht noch mehr von diesen blöden Viechern. Was? Hallo, lass uns los! Hör auf uns zu kauen! Wir sind doch kein Müsli-Riegel! Ey. Mampft er uns da erstmal ganz geschmeidig. Mal so schön die Ärmchen abgekaut. Wo sind die? Wo sind die? Wo sind die? So. Und tot. Gut. Ja, die Frage ist jetzt natürlich nur, wo lang geht's, ne? Ach ne, falscher Knopf. Können wir jetzt eigentlich auch die Dinger damit bedienen dann? Nein, das geht weiterhin nur mit Luft. Aber ist ja auch nicht so wild. Ups, jetzt bin ich runtergesprungen aus Versehen. Oh ne, komm, schnell, 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 schnell. Kling, 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 lauf, lauf, lauf. Schwimm, 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 schwimm. Du musst ja schwimmen, schwimm, schwimm, schwimm. Und weiter. So. Vielleicht können wir jetzt diese Dinger da absäbeln. Oder wir müssen genau dafür halt rauf. Das wäre natürlich möglich. Probieren wir es mal aus. Oh ja. Dieser Dungeon hat auf jeden Fall schon ein paar tricky Sachen hier. Oh nein. Oh, zum Glück im Wasser gelandet. Oh, da hinten ist eine Tür. Was haben wir denn hier? Der Baum muss da runterfallen. Der muss da 100% runterfallen. Warte mal, das machen wir erst, bevor wir durch die Tür gehen. Der Baum muss fallen. So, dahin müssen wir. Schaffen wir das noch? Oh, das war zu knapp. Und runter. Warten wir eine Runde. Jetzt aber. So, und weiter, 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 weiter. Jo. Nein, ich hake einen Bumerang. So. Upp. Und schaffen wir. Ja, schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Perfekto. Ne, den brauchen wir jetzt nicht.
Und wupp. Und wupp. Und hierhin. Und dahin. So, komm schon, komm schon, komm schon. Und schwupps. Nicht, genau, nicht wieder runterfallen. Und schuppa. Jetzt. Rüber. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Okay, ich hätte gedacht, wir können jetzt so... Ach, wir müssen das oben machen. Und los. Das! Okay, wir sind auch gleich mit runtergeflogen, was ich... Ja, danke. Was ich eigentlich ja so nicht wollte. Komm mal wieder hoch. Nee, jetzt können wir wohl knicken. Die Frage ist, was bringt der da? Luftstrom nach oben. Der uns bestimmt nach oben auch treiben kann, aber... Warte mal. Mach nochmal aus. Stellen wir uns mal genau in die Mitte. Ich versuche da mal so leicht rüber zu springen. Ja, seht ihr, so klappt das doch. So. Und Batatz. Und durch die Tür. Oh. Hier haben wir abgewehrt. Oh, eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste, eine Kiste. Nur diese kleinen Scheißviecher sind immer noch bei uns am Lappen. Ich habe das Gefühl, die warten sogar, bis ich angegriffen habe. Schaden tun die einem ja nicht so unbedingt, aber die machen einen so super langsam, ey. Das ist echt stressig. Warte mal, können wir die vielleicht mit dem Bumerang? Oh, da ist noch so ein Ding hier, so eine Kugel. Einsammeln. Na, dann lass mal die halt scheiß auf. So, die Kiste nehmen wir natürlich noch mit. Oh, was ist da drin? Tada! Ein Glücksamulett gefunden! Ja, man sagt die Blumenwiese, da muss das hin. So, dann gehen wir jetzt. Da ist die Tür zum Endboss. Ja. Hier müssen wir aber noch nicht hin, ne? Ich nehme denn dieses Holzstück darunter. Vielleicht geht das ja später. Oder wir müssen das... Warte mal. Kaputt machen. Dann nehmen wir uns einen davon hier. Schwupper, anzünden. Und weg ist es. Perfekt. Ja, wir haben leider keinen großen Schlüssel, ne? Wir können hier nicht viel machen jetzt. Gerade. Verlier bloß ein Herz. Boah, voll der Penner.
Gut, hier geht es also zum Endboss. Das heißt, das bringt uns nichts. Wir müssen also dem Baum hinterher in die Tiefe springen. Oh ja, das müssen wir. Wir müssen dem Baum hinterher. Runter in die Tiefe. Aber das machen wir in der nächsten Folge von Zelda. Tja, Freunde, das war unser Let's Play für heute von Zelda The Wind Waker HD. Ey, und wir haben einiges geschafft. Und vor allem, das Beste ist, wir haben jetzt einen Boomerang. Ich habe den Boomerang schon in jedem Zelda-Teil geliebt und ich werde es auch in diesem tun. Und ich hoffe, man kann ihn so wie damals irgendwie so verzaubern lassen, dass er stärker wird oder irgendwas. Das fand ich in A Link to the Past auf dem Super Nintendo mega. Und das wäre cool, wenn die sowas irgendwie wieder eingebaut hätten. Aber ansonsten, der wird uns helfen. Mit dem kommen wir voran und mit dem werden wir weiterspielen. Ich bin euer Jali. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.